Was wollen Sie denn von Herrn Werner? Ich soll ihm etwas von seiner Schwester bringen. Was denn? Eine Schwester hat er? Das kann doch nicht wahr sein, dass... Was hatten Sie hier zu suchen? Wohin wollten Sie? Was arbeiten Sie? Also im Augenblick arbeite ich gerade nichts. Oh, das ist interessant. Einige Minuten später habe ich den Schwanz gespürt, der in meinem Mund wedelte. Hat mich dann so auf eine Holzpritsche gelegt. Der Arzt schnitt mir den Bauch bis zum Hals hin auf und sah den Wolf. Genossen, Genossen, Genossen! Wer bei der Arbeit schwitzt, wird entlassen! Ja, ja, deine Nusse Rammtour. Also, wisst ihr, ich möchte manchmal morgens auch nicht arbeiten und da sitze ich dann in meinem Bett und da muss ich ganz doll weinen. Beim Sprechen begann er zu stottern. Wir dachten, das gehört dazu. Beim Gehen sahen wir seine Beine schlottern. Die ersten Ziffer und das erste Buh! Worte nutzlos! Ich zähle, ich in einem Raum. Jetzt könnt ihr mal schön nachdenken, wann Sie Ihren Freund das letzte Mal gesehen haben und von welchen Plänen er Ihnen erzählt hat. Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich nicht weiß. Wie wir uns wälzten vor Lachen, Sie auf mir, feste. Und wie mir dann auf einmal eine Träne über das Gesicht rann, da fing sie plötzlich wieder davon an, erzähl.